Und ich mache mich jetzt auf an die Fehlersuche. Aber es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit Salzwasser. Also richtig salzverkrustet. Wirklich interessant, was man so findet, wenn man den Motor oder zumindest die Peripherie von dem Motor mal anfängt zu zerlegen. Wir hatten ja Wasser im Öl gehabt und wissen nach wie vor nicht, woher es kommt, aber es hat jetzt auf jeden Fall dazu geführt, dass wir deswegen unsere, weiß ich nicht, zweite oder dritten Abfahrtsversuch wieder unterbrechen mussten. Und ich mache mich jetzt auf an die Fehlersuche. Bevor ich die Zylinderkopfdichtung abnehme, gibt es noch einen Schritt, den man vorher machen kann, und das ist, den Wassersammler und Wärmetauscher einmal abzunehmen, um zu gucken, ob der Undichtigkeiten hat oder ob ich erkennen kann, ob da Wasser eingetragen wird. Wenn ich dann weitermachen muss und die Zylinderkopfdichtung abnehmen muss, ist es eine Vorarbeit. Und deswegen ist das jetzt der logische erste Schritt. Ich glaube nicht, dass das der Fehler ist, aber natürlich gehe ich schrittweise vor und werde das jetzt zuerst tun. Ich bin froh, dass der Motor heute noch nicht lief. Das heißt, er ist kalt. Es geht hier um diesen Block erstmal, das ist der Abgassammler und die Luftvorwärmung und der Wärmetauscher. Und es geht einmal Seewasser hier durch, von diesem Strang kommend, hier oben durch und hier hinten wieder raus. Und es geht der interne Kühlkreislauf hier rein und zum Teil hier hinten wieder raus. Und es geht einmal auch von hier diesem Ansaugkrümmer, praktisch einen Schlauch hier unten hin, zu einem Ansaugknie, was dann mehrere Verbindungen hat, hier durch diesen Kasten durch in den Zylinderkopf. Und dazwischen gibt es eine große Dichtung. Ich werde jetzt erstmal diesen Kasten soweit entwässern, die Anschlüsse demontieren, dann den Kasten abnehmen, diesen Wärmetauscher, um dann zu sehen, wie die Dichtung ist, in welchem Zustand die ist. Ich vermute sehr stark, dass es Salzwasser ist, was wir in die Brennräume bekommen über die Auslassventile und von dort dann an den Kolben vorbeigedrückt wird beim Anlassen. Ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist mit höchster Wahrscheinlichkeit Salzwasser, weil wir keinen internen Kühlmittelverlust messen können. Und deswegen beginne ich damit. Das ist auch eine Arbeit, die relativ abgegrenzt und relativ schnell ist. Und auch eine vorbereitende Arbeit ist, wenn das nicht zum Ziel führt, wäre das eine vorbereitende Arbeit für das Demontieren des Zylinderkopfs. Und deswegen beginne ich damit. Hier wird die Luft angesaugt über diesen Schlauch. Und der Schlauch taucht an dieser Stelle dann wieder auf. Das ist die abgewandte Seite, die ihr von oben nicht sehen könnt. Hier geht die Luft durch und in diesen vier Bereichen geht er durch diesen Kasten durch, wird vorgewärmt und kommt dann hinten im Zylinderkopf wieder raus. Der Zylinderkopf ist hier praktisch dahinter. Hier geht das Salzwasser rein und hier hinten geht das Salzwasser wieder raus. Werkzeug hergeräumt, kann also losgehen. Musik an und dann schrauben. Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich mich mal nochmal um den Motor kümmere, bevor wir fahren. Nicht, dass das jetzt wirklich kritisch gewesen wäre, aber zumindest sehr unschön. Das ist Salzverkrustung an diesem kleinen Knie. Wenn man da mal so reinguckt, also richtig salzverkrustet. Mache ich gleich mal sauber. Und das Gegenstück ist hier das Auspuffknie. Und wenn man da mal reinguckt, ist da auch eine ganz kräftige Salzverkrustung drin. Und die werde ich gleich auch noch mal lösen. Also, kommen ein paar Sachen zum Vorschein.
von denen es ganz gut ist, wenn sie zum Vorschein kann und wenn ich mich drum kümmern kann, weil das eben auch so ja bestätigt, da sind viele Stellen, wo man sich eigentlich nicht drum gekümmert hat und wird Zeit, dass man sich drum kümmert. Und das wird auch mein positives Gefühl in den Motor stärken, wenn ich die Sachen eben auch mal in der Hand gehabt habe und geprüft habe und dann auch sagen kann, jetzt ist es ordentlich, jetzt funktioniert es für die nächste Zeit. Wirklich interessant, was man so findet, wenn man den Motor oder zumindest die Peripherie von dem Motor mal anfängt zu zerlegen. Ich habe gerade den Auspuffschlauch abgenommen, weil ich das Auspuffknie oben reinigen wollte, aber da nicht so richtig rankomme und hier unten ist ein bisschen warm und unbequem. Deswegen habe ich das jetzt komplett abgebaut und zwar vom Auspuffsammler. Das hier ist der Auspuffsammler. Hier steckt da das Rohr drauf und wenn man da genau hinguckt, dann ist das auch für einen Laien unschwer zu erkennen, dass das so nicht gehört. Der Sammelbehälter ist schon angeschmolzen, das heißt, der Motor wurde mal richtig heiß. Es kann nur passieren, wenn Seewasser nicht angesaugt wurde. Und ja, interessant. Das könnte nämlich auch bedeuten, dass insgesamt der Motor extrem heiß wurde und dass Zylinderkopf oder Zylinderkopfdichtung Schaden davon getragen haben. So, das Baby ist abgenommen. Das war ganz schön schwer, aber ging insgesamt sehr gut runter. Also es gibt da eine Schraubenanzugsrichtung und eine Schraubenlösrichtung. Die habe ich aus dem Handbuch und auch eingehalten. Die Schrauben habe ich nummeriert. Ich wusste jetzt nicht, ob man die nummerieren muss. Ich weiß, die vom Zylinderkopf sollte man nummerieren. Deswegen habe ich sie jetzt hier auch mal nummeriert. Schadet auch nicht. Und ja, die Dichtung scheint es aber nicht zu sein. Also das wäre jetzt auch ein bisschen schön gewesen, aber wahrscheinlich auch zu viel verlangt, nachdem ich ja gerade festgestellt habe, dass der Motor schon mal sehr warm geworden war. Deswegen, ja, so sieht es aus. Hier saß der Wärmetauscher gerade drauf. Das sind die Einlassöffnungen für die Luft. Das sind die Ausblasöffnungen vom Abgas. Und also ich sehe jetzt hier nicht irgendwo Wassereintrag. Was ich jetzt aber nicht beurteilen kann, ist hier, dass die hier rostig sind, finde ich schon mal ein bisschen eigenartig. Kann aber natürlich auch an hoher Luftfeuchtigkeit oder nicht fachgerechtem Entwässern oder irgendwelchen Undichtigkeiten liegen. Ja, also das war's vermutlich nicht. Jetzt bin ich aber auch schon sehr weit. Jetzt ist Zylinderkopf abnehmen auch nicht mehr meilenweit weg. Werde ich mir heute Abend nochmal angucken. Also beim heutigen Tag bin ich erstmal zufrieden, was ich geschafft habe. Ist natürlich noch eine ganze Menge zu tun, die ganzen Sachen zu reinigen, Ersatzteile besorgen und auch den Wärmetauscher innen drin mal sauber machen. Der ist ja auch mit Partikeln und Schmutz innen drin voll, den mal kräftig durchspülen. Und ja, die ganzen Sachen, die ich euch gezeigt hatte, die nicht mehr so schön sind, die müssen natürlich auch ausgebessert oder repariert oder ersetzt werden. Soweit aus dem Motorstudio für heute.
Ich hatte gestern begonnen, den Wärmetauscher abzubauen, in der Hoffnung, dass der Wärmetauscher die Verursachung ist für den Wassereintrag, den wir immer noch haben in der Maschine. Ich konnte jetzt keine eindeutigen Zeichen dafür finden, aber wenn man sowas auseinanderbaut, dann findet man Sachen, die man entweder ja, beim Auseinanderbauen eben kaputt gehen, wie zum Beispiel so eine Dichtung hier, die war hier drauf. Da schneide ich jetzt neue. Ich habe Dichtungspapier. Werde ich neue Dichtungen schneiden. Das geht relativ schnell und einfach. Und dann kann man sich auch die zusammenschneiden, die man braucht. Und eben noch verschiedene andere Dichtungen. Hier sind solche Sachen, die ein bisschen abgebrochen sind. Es gibt aber noch Sachen, die noch ein bisschen schlimmer sind. Und an denen muss ich tatsächlich zuerst rangehen. Und zwar gibt es hier das Auspuffknie, so sitzt das an dem Motor dran. Ja, nee, falsch, so rum sitzt der Motor dran und hat auch eine Metalldichtung. Die Metalldichtung muss ich eventuell noch bestellen. Und wenn man jetzt genau hinguckt, hier sieht man, dass was abgebrochen ist. Wir haben hier den Steg, der dünner geworden ist. Da ist kaum noch Material da. Von dem Gewinde ist was abgebrochen, von dem hier auch. Und man kann natürlich das Knie ersetzen, das kostet ca. 500 Euro, weil ich das bei dem alten Motor mir bestellt hatte. Ich hatte das aber auch bei dem alten Motor tatsächlich mit flüssigem Metall repariert. Das ist ein 2K, also 2K Epoxidharz Metall zum Füllen, Spachteln und Verkleben steht da drauf. Also es ist eigentlich ein Epoxy mit, ich würde mal sagen, mit gewissen Füllstoffen drin. Und damit kann man das relativ gut aufbauen, wenn man sich eine Form dafür baut, wo man das dann mehr oder weniger reingießt. Meine Schwierigkeit ist hier so ein bisschen, dass ich da Gewinde habe. Und da muss ich mir nochmal was überlegen, wie ich das jetzt mache. Aber ich fange jetzt zumindest schon mal an, weil das, ja, das ist so meine Aufgabe für heute. Also man sieht das hier so ein bisschen, das ist die Originalmaterialstärke und hier drüben fehlt das schon bis hierhin und auch von innen ist das hier schon, man sieht das springt zurück. Richtung Gewinde fehlt hier schon was, das ist aber noch relativ unkritisch, aber hier drüben ist es ein bisschen schlimmer, weil da die Schraube schon gar nicht mehr richtig hält, sodass ich dann auch nicht mehr richtig eine Dichtigkeit hinbekomme. Ich werde also jetzt versuchen, hier so eine Art verlorene Schalung innen reinzubauen und dann den Rest mit Epoxy praktisch wieder ausspachteln und ausgießen und das wieder aufbauen und dann gucken, ob ich die verlorene Schalung da innen drin auch wieder rausbekomme. Das ist mein Plan. Hoffentlich klappt das. Da musste ich jetzt ein bisschen zaubern. Aber ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Ich habe mir erstmal aus einem Saftkarton, weil der innen Alu beschichtet ist, habe ich mir erstmal einen Streifen rausgeschnitten, habe den rund gebogen und habe den reingesteckt und habe ihn dann verklebt zu einem Rohr sozusagen. Und das Rohr habe ich dann wiederum innen ausgestopft, damit es schön steif ist. Und unten in diesen Ansaugstutzen habe ich noch Plastik reingeknüllt, weil ihr habt das ja vielleicht gesehen, dieses flüssige Metall, dieses GFK, das fließt. Und weil das dann nach unten weg verschwindet, habe ich dann immer wieder ein bisschen nachgespachtelt. Und das wird jetzt aushärten. Das ist danach schleifbar, schneidbar, bohrbar. Und deswegen ist das für solche Sachen zum Modellieren ganz gut. Ich zeige euch mal das Zwischenergebnis. Ich habe hier die Schraube reingedreht. Die ist mit Vaseline eingeschmiert, damit das nicht bindet nach Möglichkeit und man sieht, dass es nicht ganz eben ist, aber das kann ich eben danach dann noch schleifen. Aber insgesamt bin ich mit dem Ergebnis ganz gut zufrieden. Also damit kann man gut arbeiten. Wie gesagt, ich habe damit schon mal so ein Auspuffknie für mein altes Boot repariert. Und diese Dichtung, die hier dahinter ist, die hatte ich damals auch nicht. Wer sich vielleicht daran erinnert, ich hatte das
auf den Balearen, da war ich alleine unterwegs, da hatte ich Dieselpest und da habe ich solche Sachen dran gemacht und da habe ich das auch festgestellt, dass ich das eben die Dichtung nicht habe, diese Metalldichtung, die ich jetzt übrigens auch nicht habe. Ich hatte das hier hinten am Auspuffknie mit Papierdichtungen gemacht und mit Hylomar, weil ich nichts anderes hatte und weil ich vorher schon durch die Temperaturmesspistole, ihr erinnert euch, ja wusste, dass dieses Auspuffknie nie wärmer wird als 60 Grad. Und deswegen habe ich das mit diesem Papier auch gemacht und das war auch okay. Abhängig davon, wie viel ich jetzt noch bestellen muss, bestelle ich die Dichtung oder eben auch nicht. Und sobald das hier ausgehärtet ist, kann ich dann ja praktisch das Ganze drumherum entfernen und das Nachmodellieren beginnen. Sowohl das flüssige Metall als auch Dichtpapier, als auch Hylomar und auch so eine Schere, weil die ist echt klasse, weil die halt, das ist eine Elektrikerschere, mit der kann man sehr gut solche Sachen machen. Verlinke ich euch alles unten und die Temperaturmesspistole natürlich auch, weil die immer wieder, ihr seht, die kommt immer wieder, die ist ganz wichtig, was das Thema Motor angeht. Das ist jetzt noch ein halb rot, das ist elastisch im Moment noch, deswegen habe ich da schon angefangen, so grob zu modellieren. Ich lasse das aber jetzt noch komplett aushärten. Und hier die anderen Dichtungen, die sind ja auch ganz gut geworden. So eine Dichtung, eine, kostet schnell mal 3 Euro und man muss sie bestellen. Und so hat man sie in ein paar Minuten auf dem Feierabend selber gebastelt. Man sieht jetzt hier den Motor. Dort habe ich den Wärmetauscher abgenommen und ich habe das mal durchnummeriert. Das heißt, A1 ist der erste Zylinder. Das Rechteck ist immer die Ausblasöffnung, das Runde ist die Lufteinlassöffnung. B ist der zweite Zylinder, C und 3 ist der dritte Zylinder und D und 4 ist der vierte Zylinder. Und es sind alle Ventile geschlossen, mit zwei Ausnahmen. Einmal hier die 2, also die Ausblasöffnung vom zweiten Zylinder. Das ist leider schwer zu filmen. Man sieht an dem Schaft, dass der ein bisschen offen steht, am Schaft vom Ventil. Und die Lufteinlassöffnung vom vierten Zylinder, die Dora, die ist auch offen. Wenn ich mir jetzt nur mal die Ausblasöffnungen angucke, die sind alle relativ stark verkokt, aber ich sehe kein Salzwasser. Und das müsste ich ja praktisch sehen, wenn es von rückwärts reingelaufen wäre. Die Lufteinlassöffnungen sind alle mehr oder weniger stark ölig. Also die 1 ist relativ stark ölig, die 2 weniger. Die C ist wieder relativ stark ölig und die Dora wieder ein bisschen weniger. Das scheint aber, in der C scheint es frisch zu sein. In der Dora gibt es Verkrustungen. In der B gibt es Verkrustungen am Ventilschaft. Und in der A gibt es auch Verkrustungen. Was mich jetzt hier ein bisschen irritiert, ich gehe ja davon aus, dass Salzwasser in den Motor eintritt. Und das müsste ich eigentlich an den Auslassventilen sehen. Und auch an den Auslasskanälen, weil dort müsste eigentlich Salzwasser reinlaufen und Salzwasser trocknet normalerweise nie komplett ab und hinterlässt auch normalerweise weiße Krusten. Mit einem Endoskop könnte ich jetzt natürlich in die Zylinder reingucken, ich habe aber keins. Insofern bleibt mir das jetzt verborgen. Keine Ahnung. Das Auspuffknie hatte ich ja neu aufgebaut mit Epoxy. So sieht es jetzt aus. Also das ist schön ausgehärtet. Und ich werde das heute weiter modellieren.
muss jetzt mal gucken, mit welchen Werkzeugen ich das mache. Ich habe den Multimaster mal hergeholt mit der Säge und Schleifpads und habe auch den Dremel hergeholt, also das Multitool. Mal gucken, ich werde es jetzt erstmal grob abtragen und dann mit der Handfeile oder mit dem Schleifblock planschleifen, sodass dann die Dichtung natürlich auch wieder dichten kann. Das wird eine kleine Herausforderung, aber es wird schon gehen. Das ist jetzt das fertig bearbeitete Ergebnis. Wir haben ja hier die Kühlwassereinspritzung in das Auspuffknie. Das Auspuffknie wird insgesamt hier in dem Bereich maximal 80 Grad warm. Und ab hier wird ja das kalte Wasser eingespritzt mit ca. 35 Grad. Das heißt, wir haben hier in dem Bereich nie mehr als 50 Grad. Und man sieht jetzt hier sehr schön das, was silbrig glänzend ist oder auch so dunkelgrau. Man sieht hier in der Mitte ist noch ein kleines bisschen Material. Das hier ist aber ein neu aufgebautes GFK und hier auch. Also nicht GFK, sondern Epoxy. Und auch die Hälfte von diesen Gewinden ist neu aufgebaut. Das hier ist noch das Original. Mit diesem kleinen Steg hier, das ist auch alles Original. Und alles das hier in der Mitte, was ein bisschen dunkler ist, hier und hier und auch hier außen. Das ist neu wieder aufgebaut. Man sieht auch hier unten, es glänzt. Also so flüssig trägt sich das auf und man sieht auch hier, es hält sehr gut, obwohl ich das alles nicht vorbehandelt hatte. Das war hier nicht entfettet und gar nichts. Das hält trotzdem so da drauf. Ich werde das dann nochmal mit einer Dichtmasse und einem Dichtpapier einsetzen und dann wird es auch dicht sein. Und ich habe das ja gerade nochmal mit der Fühlerlehre überprüft und mit den Mitteln, die ich hier habe, finde ich das ein ganz beachtliches Ergebnis. Und ja, 300 Euro gespart. Bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Ergebnis zeige ich euch natürlich.